Zurzeit ist es wirklich spannend zu beobachten, mit welcher Wucht aktuelle Nachrichten aus der Luftfahrt durch die Medien gehen und wie das Ganze dann auch von der Öffentlichkeit wahrgenommen bzw. aufgenommen wird. Dieser beeindruckende Effekt lässt sich vor allem immer dann ganz gut beobachten, wenn eine solche Nachricht mal wieder in Verbindung mit dem Wort Grounding steht. Denn dieses Wort wurde in den vergangenen 2, 3 Jahren ja auch echt ziemlich häufig verwendet. Und was wurde bitte in den letzten Monaten alles gegroundet? Zahlreiche Fluggesellschaften, zahlreiche große Fluggesellschaften, gerade zuletzt noch die Thomas Cook in Großbritannien, die komplette Airline steht auf einmal am Boden. Dann die Boeing 737 MAX, das große Thema in diesem Jahr. Das Flugzeug steht seit mittlerweile 7 Monaten am Boden. Und jetzt eben auch der Airbus A220 von Swiss. Auch diese Maschine wurde jetzt gegroundet. So ging das zumindest in den letzten Tagen durchs Internet. Und das ist eine Nachricht, die erstens schlimmer klingt, als sie es wirklich ist, und zweitens eine ganze Menge Erklärungsbedarf mit sich bringt. Das Thema schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen endlich wieder zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, das Wort Grounding und der Name einer Schweizer Nationalairline weckt bei dem einen oder anderen wahrscheinlich schon ein paar böse Erinnerungen, ist aber hier halb so schlimm. Denn hier geht es ja nicht annähernd um die gesamte Fluggesellschaft, sondern nur um die A220 Teilflotte. Und die steht auch nicht aus finanziellen Gründen am Boden, sondern aus technischen Gründen. Ab Mitte des Jahres 2016 hat die Lufthansa-Tochter Swiss ihre alten vierstrahligen Afrojets durch die moderne Bombardier C-Series bzw. jetzt den Airbus A220 ersetzt. Und mittlerweile fliegen bei Swiss 9 Maschinen vom Typ A220-100, also die kleinere Variante, bzw. bei Swiss heißt sie tatsächlich auch noch CS-100, und 20 Maschinen vom Typ CS-300. Also von der auf fast 39 Meter verlängerten Variante der Bombardier C-Series. 29 Maschinen des Typs, also insgesamt, die da bei Swiss jetzt aktuell unterwegs sind, und das ist tatsächlich eine nicht zu unterschätzende Menge an Flugzeugen und macht Swiss auch zum größten Betreiber der C-Series. Und die großen Kunden wie airBaltic oder eben Swiss zeigten sich nach außen hin eigentlich auch immer sehr zufrieden mit ihrem neuen und modernen Flugzeug. Aber gehen wir die ganze Geschichte mit ein paar technischen Details nochmal zügig von Anfang bis Ende durch. Ab dem Jahr 2004 hat der kanadische Flugzeughersteller Bombardier mit der C-Series ganz offiziell ein wirklich nachvollziehbares, aber auf der anderen Seite auch sehr aufwendiges und teures Projekt gestartet. Denn die Boeing 737 und auch der Airbus A320, das waren zu diesem Zeitpunkt natürlich schon extrem brauchbare, sehr ausgereifte Flugzeugtypen, sehr ausgereifte Flugzeugfamilien. Und die beiden Flugzeugtypen im Wettbewerb zueinander machten sich über die Jahre eigentlich immer nur gegenseitig immer und immer besser. Das ändert dann aber nichts daran, dass die kleinsten Ausführungen der jeweiligen Flugzeugfamilie doch irgendwo nicht viel mehr als schlecht gemachte Kompromisse sind. Ein ganz einfaches Beispiel dazu: Der Airbus A318, also das kleinste Familienmitglied der A320-Familie, das ist ein ja etwas mehr als 31 Meter langes Flugzeug, das beim Start 68 Tonnen schwer sein darf. Dieses Flugzeug fliegt mit fast exakt der gleichen Tragfläche wie der Airbus A321, ein etwa 13 Meter längeres Flugzeug, das beim Start über 25 Tonnen schwerer sein darf. Das sorgt zwangsweise dafür, dass der Airbus A318 für seinen Kapazitätsbereich eigentlich ein viel zu hohes Leergewicht hat. Die Maschine hat wirklich nur eine überschaubare Menge an Vorteilen, beispielsweise die Kommunalität zu seinen größeren Brüdern. Ein weiterer Vorteil ist die Fähigkeit von sogenannten Steep Approaches, also ganz einfach gesagt steileren Anflügen als das, was man normalerweise an den Flughäfen findet. Es gibt in Frankfurt zum Beispiel Anflüge mit einem 3-Grad-Gleitweg. Und dann gibt es aufgrund von Lärmschutzgründen auch noch 3,2-Grad-Anflüge in Frankfurt. Aber es gibt eben auch sogenannte Steep Approaches mit einem Gleitweg von bis zu 5,5 Grad. Sowas findet man dann tatsächlich am London City Airport. Und der Airbus A318 war lange tatsächlich der einzige Airbus, der solche Steep Approaches durchführen konnte. Diese Vorteile machen aber auch die Zielgruppe für ein solches Verkehrsflugzeug eher klein. Das Flugzeug ist geeignet für spezielle Anwendungszwecke, wie beispielsweise die British Airways-Verbindung vom London City Airport nach New York. Unterm Strich ist das Flugzeug dann aber doch aus einer allgemeinen wirtschaftlichen Perspektive betrachtet nicht wirklich sinnvoll.
Und so wurde der A318 auch tatsächlich nur 79 Mal produziert. Und genau die gleichen Punkte gelten auch für die kleinste Boeing 737. Das ist die 737-600. Diese Maschine wurde nur 69 Mal gebaut. Aus Sicht von Airbus und Boeing machte das Abdecken dieses Kapazitätsbereiches, also die Entwicklung dieser Flugzeugtypen, dennoch Sinn, weil man ja vom Ding her nur Flugzeuge, die man eh schon baute, zusammengestaucht hat. Das bedeutet, die Entwicklungskosten vom Airbus A318 beispielsweise sollen nur etwa 300 bis 350 Millionen US-Dollar betragen haben. Bei einem Stückpreis von etwas mehr als 70 Millionen US-Dollar für so einen A318 hat man das ziemlich schnell wieder drin. Deutlich besser aufgestellt für diesen Kapazitätsbereich war Embraer mit ihrer E-Jet-Familie, obwohl man dazu sagen muss, dass das eigentlich nochmal kleinere Flugzeuge sind und für diesen Kapazitätsbereich dann eben auch nur die verlängerten Varianten der E-Jets in Frage gekommen sind. Und auch das brachte wieder Nachteile mit sich und die Flugzeuge kamen so langsam aber sicher auch in die Jahre. Also lange Rede, kurzer Sinn. Der Gedanke von Bombardier, für diesen Kapazitätsbereich ein neues und wirklich darauf zugeschnittenes Flugzeug zu entwickeln, ist durchaus nachvollziehbar. Und ja, die gesamten Entwicklungskosten von mittlerweile über 6 Milliarden Dollar waren genauso belastend für den Flugzeughersteller wie die sehr schleppenden Verkäufe. Tja, das sorgte dafür, dass Bombardier immer mal wieder die Entwicklung zurückfahren musste, sogar pausieren musste und lange Zeit überhaupt nicht vorankam mit ihrer neuen Maschine. Und trotzdem liegen die eben genannten Vorteile ja klar auf der Hand. Nicht nur gegenüber des Airbus A318 und der Boeing 737-600, sondern als Bombardier C-Series CS300, also in der verlängerten Variante, auch gegenüber dem A319neo und der 737 MAX 7. Aus rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist das Flugzeug, das Bombardier da auf die Beine gestellt hat, durchaus das Bessere. Und was dann alles danach passiert ist mit der Übernahme eines Mehrheitsanteils am Projekt durch Airbus und die Umbenennung in den A220, das ist ja alles klar und das ist heute auch nicht das Thema. Kommen wir mal zu den Problemen. Bombardier entschied sich, das aber nicht wirklich freiwillig, sondern eher nach langem Hin und Her, weil man niemanden gefunden hat, der ein Triebwerk für dieses Flugzeug bauen möchte, für das PW1500G Triebwerk von Pratt & Whitney. Und da klingelt das eventuell schon bei dem einen oder anderen, der Name könnte einem bekannt vorkommen, wir haben nämlich gerade erst im letzten Video über diese Triebwerksbaureihe gesprochen. Mit anderen Worten, das am A220 verwendete Triebwerk ist quasi die zusammengeschrumpfte Variante des am A320neo verwendeten Triebwerkes. Was dann wiederum bedeutet, dass das A220-Triebwerk ebenfalls mit einem Getriebefan ausgestattet ist. Mit einem Untersetzungsgetriebe zwischen Fan, zwischen dem Teil, das man da vorne drehen sehen kann, und dem dahinterliegenden Niederdruckkompressor. Das ist technisch aus vielerlei Hinsicht extrem beeindruckend und auch durchaus funktionstüchtig. Also dieses Prinzip, das ist verdammt clever, aber eben auch sehr komplex. Ganz ähnliche Situation also wie beim A320neo. Aus Sicht einer Fluggesellschaft möchte man das durchaus haben, was da gebaut wird. Ist aber jetzt gerade, also wenn man es jetzt haben möchte, mit massiven Kinderkrankheiten verbunden. Schon bei den Testflügen der C-Series gab es immer wieder massive Probleme mit den neuen Triebwerken. Als man dann die ersten beiden Maschinen, die ersten beiden Testflugzeuge produziert hatte und sie in die Luft schickte, um halt eben Erprobungsflüge durchzuführen, gab es sogar mal einen sogenannten Uncontained Engine Failure. Tja, das ist schlecht und sorgte unterm Strich dann dafür, dass die beiden Testflugzeuge knapp 100 Tage am Boden bleiben mussten, bis man den Fehler an den Triebwerken dann mehr oder weniger behoben hatte und die Maschinen wieder sicher fliegen konnten. Die Probleme hingen damals vor allem mit dem Ölkreislauf des Triebwerkes zusammen. Und wie gesagt, man hatte es vermeintlich behoben, aber diese Probleme gab es dann auch später im laufenden Betrieb bei den ersten Maschinen der Swiss oder auch bei Air Baltic. Nicht zuletzt auch das sorgte dann selbstverständlich für deutlich mehr Verschleiß an den Triebwerken, als man das eigentlich erwartet hatte und natürlich auch für deutlich mehr Verschleiß, als man das eigentlich den Fluggesellschaften versprochen hatte. Das endete dann bei Swiss in einer riesigen Wartungsaktion im Jahr 2018. Dort wurden Ende 2018 alle Triebwerke, das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Riesenaktion ist, alle Triebwerke der Swiss A220-Flotte abmontiert, dann zu Pratt & Whitney geschickt, also zum Hersteller, wo die Triebwerke dann überarbeitet wurden, ein Upgrade quasi bekam. Danach wurden die ganzen Dinger wieder zurück in die Schweiz geschickt, dann wieder unter die A220 der Fluggesellschaft montiert und dann ging es wieder mehr oder weniger normal weiter. Das alles im laufenden Betrieb. Dafür gab es dann Ersatztriebwerke vom Hersteller. Jo, das ist eine Aktion, die man sich als Triebwerkshersteller erstmal leisten muss.
Und dann eben jetzt diese konkreten Zwischenfälle. Im Juli 2019 kam es bei einer CS300 der Swiss nahezu in Reiseflughöhe zu einem sogenannten Uncontained Engine Failure. Mit anderen Worten, das Triebwerk des Flugzeuges hat sich während des Fluges zerlegt. Und das ist schlecht, der Flug wurde daraufhin abgebrochen. Jetzt gerade vor wenigen Wochen, im September, Mitte September, gab es wieder einen solchen Uncontained Engine Failure in ähnlicher Höhe. Auch da musste der Flug dementsprechend natürlich abgebrochen werden. Und dann jetzt eben, am 15. Oktober, also vor 2 Tagen, musste ein Triebwerk einer C-Series-Maschine der Swiss während des Fluges abgeschaltet werden, aufgrund von Problemen. Und auch da wurde der Flug abgebrochen und Swiss gab daraufhin bekannt, dass man die gesamte A220-Flotte erst einmal grounden wird, am Boden halten wird. Diese 3 schwerwiegenden Fälle aus den letzten 3 Monaten stehen ja aber auch nicht alleine da. Also ihr könnt einfach mal bei Aviation Herald gucken, da stehen einige Fälle, bei Swiss, aber auch bei anderen Fluggesellschaften, die mit dem A220 unterwegs sind. Und es sind immer wieder Triebwerksprobleme, die es an diesen Flugzeugen gibt. Tja. Jetzt holt Swiss dann also alle C-Series nach Hause. Ganz wichtig aber, das war von Anfang an eine Entscheidung der Fluggesellschaft. Klar, man steht hier im Austausch mit allen möglichen Behörden, man steht hier im Austausch mit dem Hersteller, sagt aber von sich aus, dass man jetzt aus Sicherheitsgründen alle Flugzeuge sofort zurückholt nach Zürich oder nach Genf, dort, wo die jeweiligen Flugzeuge gebased sind. Ab Dienstag wurden dann also nach und nach an allen C-Series der Swiss diese umfassenden Überprüfungen an den Triebwerken durchgeführt. Das dauert laut Aussage der Fluggesellschaft etwa 4 bis 5 Stunden. Wie auch immer diese Untersuchung genau aussehen mag, das weiß ich leider nicht genau. Und auch Korean Air, ein weiterer A220-Betreiber, gab kurz darauf, am Mittwoch dann bekannt, dass sie solche Überprüfungen jetzt an ihrer A220-Flotte durchführen werden. Swiss strich damit über die letzten fast 48 Stunden, also über die letzten fast 2 Tage, fast 100 Flüge mit der C-Series, wovon dann dementsprechend mehrere tausende Passagiere betroffen waren. Man brachte die Flugzeuge dann aber nach der entsprechenden Überprüfung mit dem entsprechenden Ergebnis recht zügig wieder in die Luft, sodass heute, am Donnerstag, alles wieder ganz normal laufen soll. Das, was da jetzt passiert, ist natürlich alles sehr beeindruckend zu beobachten. Aber irgendwo halt eben auch, und jetzt Vorsicht, in Ordnung. Denn der Getriebefan, so wie er beim Airbus A220 verwendet wird, ist nach vergleichsweise langer Zeit in der Entwicklung moderner Flugzeuge mal wieder ein richtig großer Schritt nach vorne. Und selbstverständlich soll es da keine Probleme geben. Und es ist schade, dass es diese Probleme in einem vergleichsweise großen Ausmaße gibt. Aber man muss den Fluggesellschaften, den betroffenen Fluggesellschaften schon auch irgendwo zugutehalten, dass sie die Probleme natürlich ernst nehmen und das nach außen hin auch vernünftig kommunizieren. Klar, man muss auch dazu sagen, dass wenn sie das nicht ernst nehmen würden, dann wird das früher oder später auch in recht üppigen wirtschaftlichen Schäden enden. Nichtsdestotrotz wird da ja was gemacht. Und auch wenn es noch eine Weile dauern wird, bis der Getriebefan die Zuverlässigkeit erreichen wird, die wir von jetzigen anderen Triebwerken gewohnt sind, so ist es trotzdem gut, dass man diesen Weg jetzt geht. Dass das Wort Grounding zum aktuellen Zeitpunkt so gewaltig durch die Medien geht, das ist ganz einfach auch ein bisschen der aktuellen Lage geschuldet. Und auch der Boeing 737 MAX, muss man schon einfach so sagen. Und die 737 MAX-Situation jetzt mit der C-Series der Swiss zu vergleichen, das macht überhaupt keinen Sinn. Versteht mich dabei nicht falsch, Triebwerke sollten selbstverständlich, am besten von Anfang an, wenn diese Flugzeuge auf Passagiere losgelassen werden, beziehungsweise andersrum, Triebwerke sollten effizient und gleichzeitig sicher laufen. Aber wenigstens ein kleines bisschen Verständnis kann man der Fluggesellschaft Swiss und ihrem durchaus modernen und sehr guten Flugzeug der C-Series schon entgegenbringen. Auch aufgrund der Tatsache, dass die Swiss C-Series Flotte eine beachtliche Größe erreicht hat und auch aufgrund der Tatsache, dass Swiss als einer der ersten Betreiber der C-Series mit den ältesten der neuen Triebwerke ausgestattet ist. Und jetzt kann man eigentlich nur noch hoffen, dass in regen Austausch mit dem Hersteller schnell Lösungen und Optimierungen gefunden werden, sodass man bald endlich mit einem sehr zuverlässigen Getriebefan durch die Gegend fliegen kann. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Und dann sehen wir uns, jetzt ist es sogar fast versprochen, morgen wieder bei einem neuen Video. Freue ich mich sehr drauf. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Vielen lieben Dank und tschüss.